Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Willkommen zu meinem DM-Haul. Ich habe meinen Verlauf gesehen, dass ich, glaube vor über einem Monat das letzte Mal beim DM war, beziehungsweise hier offiziell auf YouTube. Und habe ich mir gedacht, es wird mal wieder Zeit für ein paar Neuheiten, die ich so nachgekauft habe. Und ich erkläre euch auch, warum ich was gekauft habe, denn ich habe dieses Mal nicht so ganz blind gekauft, einfach was schön aussieht, sondern einfach aus einem bestimmten Grund. Jedenfalls habe ich 102 Euro ausgegeben. Ich weiß nicht, wie man unter 100 Euro bleibt, wenn man aus dem DM geht. Und eigentlich habe ich noch mehr ausgegeben, weil ich war zwar heute speziell für dieses Video beim DM, um mir Sachen zu holen, die ich schon länger in meinem Hinterkopf gespeichert habe, aber ich war gestern schon beim DM und habe mir diese drei Produkte gekauft. Und vielleicht ist es ja auch das, womit wir starten. Aber ganz, ganz, ganz zuallererst starten wir damit. Leute, ein Taste-Test. Das gibt es leider nicht beim DM, aber das ist ein Eiskaffee von Plombier. Kennt ihr das? Plombier. Plombier. Plombier ist so das, und Plombier ist ein russisches Eis. Jeder kennt das, der oder die irgendeine Verbindung dazu hat und oder Russisch spricht. Ich meine, ich komme nicht mal aus Russland, aus Kasachstan, trotzdem kenne ich das. Jeder kennt das. Jetzt gibt es sogar schon beim Rewe dieses Plombier-Eis. Wenn ihr es immer noch nicht probiert habt, ich kann es euch von Herzen empfehlen. Das beste, leckerste Eis. Für mich schmeckt so Kindheit. Und jetzt gibt es einen Eiskaffee davon. Das wollte ich unbedingt mal probieren. Jetzt mit euch zusammen. Schmeckt lecker. Sehr, sehr lecker. Aber, oh Mann, ist das süß. Davon Zucker. 8,4 Gramm. Ja, es ist süß, aber es ist lecker. Also für alle die von euch, die gerne Kaffee trinken, aber Kaffee, den oft zu bitter ist oder so, try this. Das wird mein kleiner, lecker. Das wird auf jeden Fall mein kleiner Begleiter heute sein. Also, first of all, habe ich mir was nachgekauft, und zwar das Geek & Gorgeous 101 Liquid Hydration Spray. Meine allererste Berührung damit war, dass ich das von DM zugeschickt bekommen habe. Und dann habe ich mir das jetzt nachgekauft. Das hat hier nämlich 5% Panthenol. Und das ist ein ganz, ganz toller Toner, der meine Haut sehr beruhigt. Ich liebe das einfach. Und ich trage mir zum Beispiel auch nie einfach nach dem Gesicht waschen gleich die Creme auf. Ich sprühe mir immer erst einen Toner auf, weil es dann sich viel besser verteilt und besser einzieht. Ich habe euch das schon 100.000 Mal erzählt, aber ich betone das auch gerne immer wieder, bis es auch wirklich bei den vielen ankommt, vor allem die, die darauf so achten und auf Skincare allgemein auch Wert legen. Probiert euer Gesicht unbedingt vorher mal anzufeuchten und ihr werdet merken, was für einen Unterschied das macht in eurer ganzen Skincare-Routine. Und mit diesem Spray habe ich wirklich eine sehr gute Erfahrung gemacht, deswegen muss ich das unbedingt nochmal nachkaufen. So, was ich neu ausprobieren möchte, heute Morgen, ehrlich gesagt, habe ich schon das Liquid Illuminator, den habe ich schon mal probiert. Und zwar von No Cosmetics zwei Produkte. Zum einen Liquid Illuminator 10% Brightening Complex, ebne den Teint, mildert Pigmentflecken, reduziert PIE und PIH. Leider weiß ich nicht, was das die dritte Zeile bedeutet. Und das ist anscheinend in Zusammenarbeit mit Leon gemacht worden, produziert worden. Die Inhaltsstoffe sind natürlich super gut, können wir uns darauf verlassen, morgens und abends eine geringe Menge auf die gereinigte Haut auftragen, tagsüber einen Sonnenschutz mit mindestens LSF 30 verwenden. Also ich habe das aufgetragen, ich habe mein Gesicht gereinigt, dann habe ich wirklich so eine kleine Menge in die Hand gegeben und habe das einfach aufgetragen wie ein Serum. Man braucht auch nicht viel davon, weil es kostet auch schon relativ viel für DM. Oder was ist denn überhaupt noch viel, Leute? Selbst bei DM. Ich weiß nicht mehr. Ich finde manche Sachen so teuer und dann denke ich mir, aber es ist jetzt alles so teuer. Das ist wie so ein Standard. Kann man das noch teuer nennen oder ist es jetzt einfach der Zeit entsprechend? I don't know. Jedenfalls, das hat über 10, ich glaube sogar 11, 12 Euro so rum gekostet. Dann habe ich mir gedacht, dafür ist eine kleine Flasche. 100% vegan übrigens und pH-Wert 5. Auf jeden Fall ist hier so viel drin, dass ich davon auch wirklich lange was haben werde. Ich habe wirklich nicht viel gebraucht. Ich habe das auf meinem Gesicht aufgetragen. Ich habe den Glow sofort gesehen. Aber ich muss es einfach länger verwenden, logischerweise, weil ich will ja nicht nur glowy face haben, sondern es soll ja auch was tun.
tun. Ne? Gerade mit meinen Pigmentflecken habe ich einfach für mich herausgefunden, was für mich wichtig ist zu benutzen oder welche Inhaltsstoffe unbedingt oder wichtig wären für meine persönliche Pflegeroutine. Das ist einmal Salicylsäure und Niacinamid. Das sind zwei Sachen, die ich auf jeden Fall brauche für meine Bedürfnisse. Ich habe eine sehr feinporige Haut, deswegen ist manchmal der Talgabfluss nicht wirklich möglich und dann verstopfen sich und dann kriege ich so wie hier, ich weiß nicht, ob ihr das auf die Entfernung seht, aber hier habe ich das, vielleicht ist das im Licht, wie so eine kleine Wölbung und ich weiß, dass darunter Talg verstopft ist, aber der kann nicht raus, weil meine Poren sozusagen zu fein sind. Deswegen muss ich eigentlich wirklich regelmäßig peelen und diese tote Hautschüppchen abnehmen, damit meine Haut halt immer wieder, ne, sich, also die Poren sich öffnen und ich auch diesen Talg sozusagen mit Hilfe von diesen Serien und Inhaltsstoffen rauskriege. Aber ich muss sagen, bei mir ist wirklich so, habe ich gemerkt, ich muss auch zum Kosmetiker zu einer regelmäßigen Ausreinigung, weil sie dann immer noch mal was hat, was sie mir so aufmacht und dann raus. Yes! So, das ist so die Sache, genau. Deswegen hier 10% Brightening-Komplex mildert Pigmentflecken. Okay, das ist schon mal wichtig. Dann habe ich einmal 120 Stunden Liquid Hydrator mit 5% Panthenol, Ektoin und Beta-Glucan. Aminosäure-Komplex stärkt und beruhigt die Haut. Und ja, das habe ich auch gemerkt, eben deswegen habe ich auch dieses Spray nachgekauft, weil hier eben auch Panthenol ist. Das ist ein super Inhaltsstoff wirklich, um die Haut zu beruhigen. Gerade nach dem Reinigen kann sein, dass sie ein bisschen gereizt wird. Ne? Deswegen danach so ein Panthenol-Spray, Toner oder Serum, wo eben Panthenol beinhaltet ist, damit könnt ihr nichts falsch machen. Das ist auch ebenfalls vegan, mit morgens und abends eine geringe Menge auf die gereinigte Haut auftragen. Vor Gebrauch bitte gut schütteln. Also, ich werde die Produkte jetzt mal testen und benutzen und bin sehr gespannt darauf. Aber ich muss sagen, irgendwie, man vertraut blind auf Leon, ne, auf seine Expertise. Ich meine, wie er sie rüberbringt, ist eine andere Sache manchmal. Aber ich finde es toll, dass er ehrlich ist und straight. Das ist auf jeden Fall viel wert. Wir machen mal weiter. Und zwar habe ich das hier gekauft. Funny. Das ist ein Friseurumhang. Und das war der letzte, den ich gekriegt habe. Und offen ist er auch noch. Oder ist er aufgegangen beim Tragen? Der war nicht offen, als ich den mir ausgesucht habe. Jedenfalls, ein Friseurumhang habe ich mitgenommen, weil mein Mann unserem Sohn die Haare schneidet immer. Also diesen Pilzschnitt, den er so lange hatte. Und das sieht so schön aus, weil er trägt den halt nicht so, sondern auf die Seite. Wisst ihr, wenn die Haare so ein bisschen länger sind und dann mit diesem Seitenscheitel, so fein schaut das aus. Beim letzten Mal hat mein Mann sich gedacht, ja, schneiden wir mal ein bisschen mehr an der Seite. Und jetzt hat er halt die Seiten kurz und oben aber lang. Es schaut auch ganz toll aus. Ich muss sagen, ich habe so einen Respekt davor, dass mein Mann das einfach kann. Und ihm macht das voll Spaß. Der macht das richtig gut, schneidet auch sich selbst die Haare manchmal. Naja, jedenfalls hat er jetzt immer ein Handtuch benutzt für den Kleinen. Und jetzt habe ich mir gedacht, wird Zeit für einen Umhang. Was ich auch gekauft habe, ist Sonnenschutz von Sundance. Ich kann euch wirklich sagen, das ist für mich der beste Sonnenschutz. Ich habe so viele verschiedene Brands und bestimmt auch richtig gute Sonnenschutzprodukte, aber am Ende muss ich sagen, was so am unkompliziertesten ist, im Gebrauchen der Anwendung, einziehen, losgehen, Kind und wir und manchmal braucht man auch so viel Sonnenschutz, ne? Gerade wenn man im Urlaub ist. Da muss ich wirklich sagen, also Sundance ist für mich wirklich Number One. Ich weiß nicht, wie heiß es wird. Wir haben auf jeden Fall noch Sonnenschutz zu Hause, aber ich habe das jetzt mal nochmal Nachschub gekauft, sollte es nicht reichen. Genau, da müssen wir auf jeden Fall gut aufpassen auf unseren Körper. Was ich auch gekauft habe, gerade mal im gleichen Atemzug von Sundance, ist ein After Sun Gel mit 90% Aloe Vera, nicht fettend, schnell einziehend. Normalerweise benutze ich auch einfach eine Bodylotion, ganz ehrlich. Irgendwas, was mir Feuchtigkeit spendet, was mein Körper pflegt und beruhigt nach dem Sonnenbaden. Aber ich liebe halt auch Aloe Vera einfach. Vielleicht, wenn auch jemand ein bisschen zu lange in der Sonne gelegen hat, wenn es mal vielleicht ein bisschen was rot geworden ist oder so. Ich finde, Aloe Vera hilft immer sehr, sehr gut. So, Delim. Was haben wir denn noch? Was ich mir eigentlich auch immer sehr, sehr gerne nachkaufe und immer wieder noch mitnehme, sind von Balea die Micellenreinigungstücher. Ich habe auch immer hier ein auf dem Schreibtisch und immer auch zu Hause in meiner Make-up-Schublade. Wenn mal was schief geht, wenn ich mal einen Tropfen mache oder irgendwas,
von meinem Handrücken aufs Gesicht auftrage, also Make-up, ne, und dann meinen Handrücken sauber machen will, ist, die sind einfach super. Reinigen sanft mit Micellentechnologie, entfernen wirksam wasserfestes Make-up, spenden Feuchtigkeit, angenehmes Hautgefühl, augenmild, ohne Alkohol. Und ja, zur Not könnte man damit auch das Make-up abnehmen, aber das mache ich nicht. Ganz ehrlich, ich kann nicht. Mit Kosmetiktüchern Make-up abnehmen ist für mich persönlich absolutes No-Go. Ich finde das viel zu schroff der Haut gegenüber, würde ich never ever machen. Ich habe euch doch mal dieses Reinigungsbalsam, hier Cleansing Balm, mal gezeigt von Geek & Gorgeous Mighty Melt. Dass es so gut sein soll, ja, riecht nach nichts. Einfach so eine, wie so eine Butterbalm-Ebene. Und da habe ich noch gesagt, das ist fast noch besser als von Clinique, das Take the Day Off. Und es ist wirklich sogar milder als das von Clinique Take the Day Off. Obwohl das schon wirklich so, wenn man das erstmal aufträgt, auf die Fingerspitzen und verteilt, das fließt richtig. Das ist noch mal feiner. Wirklich richtig, richtig gut. Das kostet um die 12 Euro. Finde ich auch sehr teuer, weil das, also je nachdem, wie oft ihr schminkt, wie viel ihr euch schminkt, mir persönlich reicht es maximal für einen Monat, wenn nicht eigentlich kürzer. Und 12, und dann wären wir wieder bei 12 Euro aus der Drogerie, weiß nicht, Preis, wie ich den Preis finde, aber die Qualität vom Produkt ist mega, solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Dann habe ich gekauft das Pendant von Balea, Beauty Expert Cleansing Balm mit 3% Squalane. Und das ist auch ein Cleansing Balm. Natürlich. Natürlich. Balea, ne? Also das gleiche in grün, ne? Nicht mal. Man müsste wahrscheinlich die Inhaltsstoffe vergleichen und allgemein mal, wie das so das Make-up abnimmt, vergleichen. Und dann kann ich euch mal sagen, was besser ist. Also hier bei Geek & Gorgeous haben wir 98 ml und hier haben wir 100 ml. Also an sich vom Inhalt her, was hier drin ist, fast gleich, so gut wie. Preislich ist das doppelt oder zweieinhalb mal so teuer. Das hier hat 4 Euro noch was, das 12 Euro rum. Ja, also werde ich mal beides ausprobieren, finde ich auf jeden Fall spannend. Und ich werde auf jeden Fall beides ausprobieren. Ich hole euch ab, ich zeige euch, was sich da wirklich am meisten lohnt. Dann habe ich gekauft ein Haarband. So ein schwarzes Haarband. Finde ich so wunderschön. Einfach offene, glatte Haare nach hinten und so ein schwarzes Haarband, was so leicht über den Ohrenspitzen noch vielleicht ist. Und hier einfach, oh, ich liebe das so schön. Und vor allem, wenn ihr einen Haaransatz habt, so wie ich jetzt, ne, immer sichtbarer und sehr präsent, dann ist so ein Haarband einfach perfekt. Ne? Ihr zieht das hier an, ihr macht erstmal alle Haare nach hinten, dass ihr überhaupt keinen Scheitel habt. Haarband, that's it. Man sieht nicht, wie groß euer Ansatz ist und es schaut einfach so toll aus. Richtig elegant, wunderschön feminin mit einem Blazer oder mit einem T-Shirt und so schöne goldene Ohrringe, die da rausschauen. Apropos Ohrringe, diese Ohrringe werde ich euch erzählen, woher ich die habe nächste Woche, denn ich habe nächste Woche eine ganz, ganz tolle Kooperation mit einer Brand, mit einer Schmuckbrand. Und genau, ich glaube, ich habe da sogar einen Rabattcode. Also schaut mal auf jeden Fall spätestens nächste Woche bei mir auf Instagram vorbei. Da werdet ihr die Ohrringe auf jeden Fall nochmal sehen. Auf jeden Fall dieser Look, ne? Zum Beispiel alles schwarz, Haarband, Schwanz, schwarz. Einfach so ein T-Shirt, richtig eng mit hohem Kragen, goldene Ohrringe, richtig cleanes, sauberes Make-up, vielleicht einfach ein durchsichtiger Gloss. Oh mein Gott, wisst ihr, wie fein das ausschaut? Weiße Hose und irgendwie so schlichte Sandalen. Einfach ganz, ganz toll. Genau. So viel zum Haarband vom Tim. Nagelpflegeölstift. Ihr wisst ja, dass ich mir meine Nägel immer zu Hause selbst mache. Ich mache sie meistens am liebsten UV-Nagellack. Ich liebe auch normalen Nagellack. Ich liebe auch Gelnägel und Acrylnägel. Das ist echt so meine Passion. Ich glaube, an mir ist auch eine Nageldesignerin verloren gegangen. Ich mache mir meine Nägel immer selber. Auch als ich Gel auf meinen Nägel hatte, hatte ich das auch selbst zu Hause gemacht. Ich habe alles, was man dafür braucht zu Hause. Und Lampen und Gele, Aufbaugel und Buffer und Pfeile und Folie und was ihr euch alles vorstellen könnt.
Aber auch UV-Nagellack geht einfach schneller, deswegen benutze ich das jetzt so auf jeden Fall immer. Und was wichtig ist, gerade wenn ich dann fertig bin mit den Nägeln, dass ich meine Nagelhaut pflege und meine Hände, weil es dann danach oft so trocken ausschaut vom ganzen Feilen und vielleicht Hornhaut abschneiden und so weiter. Und jetzt will ich mal von Be Routine diesen Stift mal ausprobieren, weil ich benutze zwar auch immer danach eine Handcreme, aber ich finde, es ist nochmal anders, wenn man wirklich Finger für Finger die Nagelhaut nochmal bearbeitet, und das macht auch voll Spaß. Ich hatte auch früher eigentlich immer auf meinem Schreibtisch so einen Nagelpflegestift liegen, und weil ich zwischendurch mal eine Pause, eine Denkpause hatte, habe ich das immer gemacht, und ich muss sagen, es hat sogar mein Denken angekurbelt. Ja, muss ich unbedingt mal wieder einführen. Und apropos Nägel, ich habe mir auch zwei neue Farben gekauft von Neonail, weil ich noch nicht genug habe. Aber die habe ich wirklich noch nicht. Ich finde es übrigens gar nicht so einfach, einen richtig guten Rotton zu finden. Es gibt viele rote Nagellacke und auch UV-Nagel und Gel und alles. Aber es ist so diese eine bestimmte Rotton, der zeitlos ist. Ich habe zu Hause die Farbe Lady Ferrari, und das ist ein richtig schöner Rotton, aber der ist so ein bisschen heller. Das ist so eher was für den Sommer, würde ich sagen, oder Frühling oder für den Urlaub oder so. Aber ich möchte gerne so ein sattes, tieferes Rot, aber nicht so ein Herbstrot, Braunrot. Wisst ihr, wie ich meine? So wirklich genau dazwischen, so ein Rotrot. Kein Orangerot, kein Braunrot, kein Herbst, kein... So, genau, jetzt habe ich mir einen ausgesucht, Sexy Red. Vielleicht ist das ja genau der Rotton, weil langsam, spätestens im September, bin ich ready für rote Fingernägel. Am liebsten trage ich sie ja schon eher neutral, natürlich, weil es zu allen Make-up-Looks, weil es zu allen Outfits passt. Und ganz ehrlich auch, ich denke, ich habe ja auch eine andere Denkweise ein bisschen. Ich zeige euch ja auch viele Videos zum Beispiel auf Instagram oder so mit Haaren und mit Make-up. Das heißt, meine Hände sind immer präsent. Und wenn ich zum Beispiel einen blauen Nagellack hätte, dann hättet ihr irgendwie immer diese blauen Fingernägel. Das würde zu doll ablenken. Deswegen habe ich die Nägel sehr gerne gepflegt, aber in so einem ruhigen, entspannten Look. Jetzt habe ich zwar Glitzer drauf, Goldglitzer, guck mal. Aber trotzdem ist dieser Goldglitzerton, den ich hier drauf habe, nicht zu laut, auch wenn es Glitzer ist. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und Rot ist halt Rot, ne? Aber schauen wir mal, wann ich die Zeit dazu finde. Und dann habe ich mir gekauft Shine the Moments. Shine the Moments? Okay. Das ist auch so ein Schimmerglitzerlack, aber in so einem Rosé-Silber, würde ich sagen. Sehr gedeckt. Ist auf jeden Fall so, wenn ich eine Schicht davon auftrage, das ist wie, als würde ich von diesem Gold, den ich gerade drauf habe, drei auftragen müssen. Weil hier, das sind einfach nur so Flakes, und das ist richtig schön gedeckt. Schaut auch sehr, sehr schön aus. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, jetzt für die kältere Zeit und schon Richtung Weihnachten. Der Sommer hat erst angefangen. Ich kann auch noch gar nicht, also ich kann auch wirklich gar nicht diesen Herbst-Content schon sehen. Diese Posts, wo alle schreiben, oh, ich kann den Herbst, kann ich abwarten. Excuse me, in Europa ist der Sommer erst gestern angekommen. Lass mal ein bisschen noch Sommer sein. Dann habe ich nachgekauft einen Blush. Und dieser Blush ist von Catrice. Und das ist die Farbe 10, Dahlia Blossom. Der ist rosé und so leicht schimmerig, so glowy, würde ich sagen. Und das kommt sehr nah dem Blush von Hourglass. Und das ist der Blush, den ich immer benutze. Und ich werde sehr oft gefragt, oh, was kriegst du für einen Blush? Heute habe ich einen anderen drauf. Heute habe ich so einen Blush ausprobiert von Huda Beauty. Aus so einer Tube, sieht ein bisschen aus wie ein Gloss, der Applikator. Den habe ich heute drauf, und die Farbe, die ich hier habe, ist Watermelon. Mag ich sehr, sehr gerne. Ansonsten benutze ich ja eigentlich so gut wie immer von Hourglass die Puderprodukte. Und das könnte vielleicht dem schon relativ nahe kommen. Ich muss mal gucken. Weil die Produkte von Hourglass, die sind schon unverwechselbar. Aber ich suche nach einem Dupe, weil ich werde immer gefragt, was für ein Blush ich trage. Und dann habe ich von Essence Lash Princess Liner ein Eyeliner gekauft in der Farbe Braun. Den habe ich gesehen bei der Jenny in der Story, die Make-up-Artistin Jenny. Ah, so einfach. Und das ist so ein mit so einem richtig dicken Applikator. Und die hat das mal in ihrer Story gezeigt,
wie einfach das ist im Auftrag und dass es nicht so aufdringlich ist, weil es halt braun ist und es so einfach ist, weil der Applikator eben dick ist. Und das ist genau das, was ich bei diesem Isadora Eyeliner immer so gerne mochte, weil der wirklich ein bisschen dicker ist und auch länger und fester. Also man konnte wirklich problemlos fast schon einfach drauf stempeln und fertig. Das fand ich mal ganz toll und jetzt will ich mal den unbedingt ausprobieren. Ihr werdet den bestimmt auch demnächst mal in einem Tutorial sehen, wahrscheinlich auf Instagram. Und zum Thema Produkte, Beauty-Produkte, Make-up, da habe ich mir das gekauft. Oh mein Gott, ich liebe einfach diese Farbkombi hier. Rot, rosa, weiß. Das sieht so fein aus. So cool. Richtig sommerlich verspielt, fast wie so ein Lolli. Jedenfalls von Manhattan, Volume Up, Classy Gloss. Das ist einfach so ein, dieses Rosé ist wunderschön. Wenn ihr einen bräunlichen Lip Liner tragt und dann so einen rosanen Gloss und wenn sich das im Laufe des Tages so ein bisschen vermischt und der Lip Liner nicht einfach so ein Strich ist, sondern wenn sich das vermischt, das sieht so schön aus und das füllt übrigens die Lippen auch sehr, sehr toll auf. Ich verrate euch am Ende des Videos auch, was ich für eine Lip Kombi trage, weil die finde ich so schön und ich trage das schon seit 2 Stunden und dieses Glossige ist immer noch so glossig. Wow. Jedenfalls, es ist der Ton Pink Candy 150. Liebe ich. Dann habe ich noch was für die Nägel. Habe ich vorhin vergessen zu zeigen. Das ist ebenfalls von Ebelin. Und das ist Nagelfeilblöcke. Das ist ein Buffer. Excuse me. Ebelin. Das ist Buffer, nennt man das. Im Fachjargon. Ich habe mein Buffer. Ich habe schon vor Monaten mir gedacht, oh je, mein Buffer macht schon lange nicht mehr mit. Eigentlich bringt er gar nichts mehr. Ich brauche dringend neue. Jetzt habe ich mir so ein Zweierpack gekauft. Ja, die sind super. Ich habe mich nur gefragt, ob sie ein bisschen zu rau sind. Also wenn ich meine Nägel mit einer Feile gefeilt habe, also ist es ja immer so beim UV-Nagellack und bei mir ist das ja so mit dem UV-Nagellack, dass ich den nicht mit diesen Folien abnehme, weil ich finde, das ist ein Red Flag. Der geht zu viel vom eigenen Nagel kaputt und mit und eingerissen und. Wenn ich meinen UV-Nagellack mit Folie abnehmen würde, hätte ich keine Nägel mehr. Oh Gott. Ich mache das ja schon seit Jahren mit dem UV-Nagellack, seit Jahren. Und das könnte ich nicht. Das könnte ich nicht, wenn ich mit der Folie abnehmen würde. Ich feile. Und ich feile nur so viel ab, dass die Farbe abgefeilt ist. Unter jeder Farbe und diesem Styling-Gel habe ich immer 2 dünne Schichten Aufbaugel, also Basecoat. 2 dünne Schichten immer. Das heißt, wenn ich den alten Lack abfeile, dann feile ich immer nur die Farbe oder das Glitzer ab. Fertig. Ich bleibe immer stehen, wenn ich bei dem Aufbau, bei dem Basecoat angekommen bin. Und hier was am Ansatz, wo nur noch mein Nagel ist, weil es rausgewachsen ist, da buffere ich nur an und dann buffere ich auch den Rest einmal an, weil von der Nagelfeile wird der Nagel sehr rau. Und der Buffer, der macht das so ein bisschen weicher und glatter, ne? Und dann geht ihr einfach, dann mache ich wieder 2 Schichten Aufbaugel, dann Farbe und dann Versiegelung, also Topcoat zum Beispiel. Genau. Und beim nächsten Mal feile ich wieder ab, bis eine dünne Schicht immer noch dran ist und trage wieder 2 Schichten Aufbau und so weiter und so fort. Also ja, und deswegen habe ich richtig gesunde Nägel hier drunter. Mein eigener Nagel wächst immer mit natürlich drunter, aber gesund, unbeschädigt, nicht zu dünn und einfach, ja, toll, liebe ich. Und genau, Buffer habe ich mir nachgekauft. Und die letzten 2 Produkte in diesem Video sind von Mixer. Hochverträglich. By the way, Mixer, bevor diese ganzen super coolen Produkte im DM kamen und von Influencern und Creatern und von denen, war Mixer eigentlich für mich persönlich immer die Brand, wo ich mich blind drauf vertraut habe, weil es wirklich hochverträglich ist. Und am allermeisten mochte ich immer die, mag ich immer noch von der Marke, die Body-Produkte mag ich sehr, sehr gerne. Und dann habe ich gesehen, was habe ich am Anfang gesagt, was brauche ich mit meinen Pigmentflecken und meinen Poren? Salicylsäure und Niacinamid. Und dann gehe ich da vorbei an der Theke und steht hier, Anti-Unreinheiten-Serum, Salicylsäure und Niacinamid. Reduziert Hautunreinheiten und verfeinert Poren. Ebenmäßiges Hautbild. Love it. Direkt mitgenommen. Und dann habe ich auch noch ein Reinigungsgel.
mitgenommen. Anti-Unreinheiten Comfort Cleanser mit Salicylsäure und Squalan. Squalan reinigt sanft, reduziert überschüssigen Talg, erhält die Feuchtigkeit der Haut. Zu Unreinheiten neigende Mischhaut. That's me. Ich neige auf jeden Fall zu Unreinheiten. Wegen eben meinen feinen Poren, aber weil ich auch immer reagiere. Meine Haut zeigt mir immer, was ich gegessen habe, was ich mir Sorgen gemacht habe, was ich Stress hatte. Man sieht es mir immer direkt alles an. Deswegen, yes, that's me. Und die Lippenkombi, bevor die Kamera ausgeht, die Lippenkombi, die ich heute trage, es ist einmal der Lip Liner von Huda Beauty, Lip Contour Warm Brown 2.0. So. Und dann von Beste, Leute, von Maracuja Juicy Lip Plump von Tarte ist es die Farbe Cherry Blossom. Das ist so ein kühles, sehr helles Rosé, aber es ist perfekt für die Mitte der Lippe. Wenn sich das so verteilt und vermischt miteinander, habt ihr das schönste Finish. Wirklich, ich liebe das so sehr. Das ist so schön glänzend, es ist einfach unverwechselbar. Ich liebe das. Es glänzt einfach sogar doller als ein Gloss, wirklich. Und ist aber dabei gleichzeitig so, so schön pigmentiert. Liebe ich. Und ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Hinterlasst mir sehr gerne Feedback. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Sonntag. Danke sehr, dass es dich gibt. Und danke, dass du eingeschaltet hast. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich dir von Herzen alles, alles Liebe. Bye. Ich klinge schon wie Alana Davison. Ciao. Goodbye, alles Liebe. 3, 2, 1, gleich geht mein Akku von, gleich geht mein Dings Kamera aus. Ich winke so lange. 2, 1.